Herzlich willkommen zu Duke Nukem Forever, der Duke Dome Teil 2. So, dann wollen wir mal. Kann ich sowas nochmal fliegen? Also ist es nicht sowas. Also geht's hier durch. Also ist nicht zum Hochjagen. Aber wie denn? Ich glaube, ich hab's. Physikrätsel. Ich liebe. Also brauche ich noch mehr. Oh, was haben wir denn hier noch? Und da ist noch eins. Wo sind die Dinger denn hingeflogen? Das dürfte dann aber reichen. Scheiße. Aber wie? Wie soll das denn funktionieren? Wollen wir uns noch was? Könnte man das Ding nur drehen, dann wäre es was anderes. Halt. Ah, ich hab's schon herausgefunden, wie es funktioniert. So, dahin. So, jetzt geht man hier hoch, da hoch, hier rüber und dann so. Das sollte funktionieren. Weiß ich doch, das funktioniert. Ja, mehr Material, mehr Wunderärsche. Oh Gott, Duke, rette uns! Ach, da fliegen mal die Damen. Ich komme schon. Runter. Fliegenden Idioten. Also müssen wir mit der Abrissbirne ein bisschen spielen. Und ich brauche eine Batterie. Klasse. Dann suchen wir jetzt mal die Batterie. Die kann ja nur hier sein, irgendwo. Wie soll ich da reinkommen? Vielleicht kann ich ja einmal schwingen oder so. Oh, hier?
Der braucht Saft. Ja, das merke ich auch. Woher nehmen? Wo ist die verdammte Batterie und wie komme ich dahin? So schon mal nicht. Ah, ich sehe schon. Ach, das hätte mir auch gleich auffallen können. Da sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das allererste geschafft. Jetzt hängen wir hier. Wie machen wir das? Mit drüber springen. Wie denn auch sonst? Sobald ich die Batterie aufgesammelt habe, ist hier die Hölle los. Ja, damit sollte es gehen. Dumm geworden mit den Waffenwechseln. Da macht man das nämlich auch immer mit den Tasten. Weil manchmal macht es mit dem Maus was, manchmal mit den Tasten. Aber meistens mit den Tasten. So, jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Kran. Schon wieder.
hier oben ist. Ah, hier oben war nur so ein paar kleine Soldaten. Wohin muss ich denn jetzt eigentlich? Ich meine, hier müssen wir überblicken. Schmeckt euch mein Schwengel. Das Nest. Aha. Physikrätsel und so weiter, Rätsel. Da muss man jetzt mal wissen, wie die Umgebung aussieht und so weiter. Aber ansonsten haben die Rätsel Spaß gemacht, muss man sagen. Dann bis zum nächsten Mal.